Warum hat aber die Gemeindevertretung am 19. Oktober 2021 diesem Grundstücksdeal zugestimmt? Ja, da muss man schon unterscheiden. Im Moment werden ja auch viel Gerüchte gestreut, da gehen viele Sachen herum. Wir reden eigentlich über zwei Grundstücksgeschäfte. Ich habe das wirklich nur zufällig entdeckt, weil ich dem einen nachgegangen bin. Mir hat gewundert, dass in der Einladung, da steht nichts dabei, da waren nur Grundstücksnummern, kein Name, auch nicht der Name von einem Verwandten vom Bürgermeister, dem bin ich natürlich nachgegangen. Und da habe ich herausgefunden, da hat es schon einen großen Kauf gegeben im Dezember 2019. Und das war damals offensichtlich schon, ich sehe ja nicht alles leider, also ich habe nur den Vertrag gesehen, das war offensichtlich schon, um Walnussbäume zu züchten. Und jetzt ging es nur noch um einen kleinen Teil von einem Grundstück, was für die Zufahrt zu diesem ganzen Hang wichtig ist. Also das erste Geschäft, meines Erachtens, das erste Geschäft, das hätte man sich genauer anschauen müssen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn einer Walnussbäume pflanzt, dass er dann automatisch als Bauer durchgeht. Und ich muss dazu sagen, ich war gestern wieder spazieren. Das war im Dezember 19 der erste Kauf. Es steht bis heute kein Walnussbaum. Das Einzige, was man sieht, sind in etwa, ich habe es nicht ganz genau gezählt, in etwa 10 hektisch gegrabene Löcher, wo vermutlich Bäume reinkommen sollen.